Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heutiges Thema ist der gesunde Zahn. Wir wollen uns Gedanken darüber machen, wie ist dieser aufgebaut, was sind die einzelnen Schichten, die Hauptbestandteile eines gesunden Zahnes. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, welche Möglichkeiten wir haben, diesen Zustand zu erhalten und natürlich auch ein paar Dinge aufzeigen, die von Natur aus gegeben sind, die uns dabei helfen, diesen gesunden Zahn auch gesund zu erhalten und was wir dabei eben beachten sollten. Und natürlich auch, welche Möglichkeiten es in der häuslichen Mundpflege gibt, was man da alles machen kann, um den gesunden Zahn auch gesund zu erhalten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, kommen wir direkt zum Aufbau des Zahnes. Der ist nun nach außen, nach innen betrachtet, zunächst einmal mit dem Schmelz geschichtet. Das ist also das, was wir wahrnehmen im Spiegel. Das, was wir sehen, ist also der Zahnschmelz, welches auch die härteste Substanz des menschlichen Körpers ausmacht. Dieser Zahnschmelz ist sehr hochgradig mineralisiert. Es ist also der Hauptbestandteil ist anorganischer Natur, bestehend aus Calcium, Phosphor, Carbonat, Magnesium und Natrium, um nur einige der Mineralien zu nennen, Spurenelemente zu nennen, die bis jetzt gefunden wurden. Es sind um die 40 Spurenelemente, die im Schmelz bislang nachgewiesen werden konnten. Darunter, unter diesem Zahnschmelz, befindet sich eine etwas weniger mineralisierte Schicht des Zahnes. Das ist das Dentin. Und dieses Dentin ist etwas mehr mit organischen Materialien behaftet. Und man sieht da drin auch sogenannte Dentintubuli. Das sind so ganz kleine, feine Kanäle, die, wenn man sich noch weiter Richtung Zahnpulpa das Ganze ausdenkt, in die gelangen nämlich aus der Pulpa kommend ganz kleine Nervenfasern, die dann in die Dentintubuli, die eben die Zahnpulpa umgibt, kommen dann dort die Nervenfaser in die Dentintubuli hinein. Das Dentin ist im Übrigen auch der Hauptbestandteil oder die Hauptschicht des Zahnes. Und wie gesagt, darunter liegt eben die Zahnpulpa mit den Nervenfasern, die uns dann letztendlich auch die Schmerzen verursachen oder wahrnehmen lassen. Und Blutgefäße sind dort in dieser gelatartigen Masse der Pulpa enthalten. Es hat also auch eine gewisse Ernährungsfunktion für den Zahn. Das ist also ein ganz simples, einfaches, modellhaftes Vorstellen eines gesunden Zahnes, die Schichten also. Und wenn man sich dem Ganzen jetzt nochmal wahrnimmt und betrachtet, dass es ja im Mund, in der Mundhöhle sich befindet, in seinem Zahnfach, so kann man sich überlegen, dass dort einiges an physiologischen Vorgängen stattfindet, die ausgehend auch mit dem Speichel zu tun haben. Der Speichel ist nämlich von der Natur aus gegeben, eine gewisse eine Protektion, ein Schutz, was den Zahn immer wieder hilft, seine Demineralisierung, die stattfindet, auszugleichen im Sinne einer Remineralisierung. Woher kommen diese Mineralien? Die kommen aus dem Speichel. Dieser Speichel wiederum wird gebildet von bestimmten Speicheldrüsen. Einige der Hauptspeicheldrüsen wären die Glandula parotidea, die hier in diesem Bereich angegliedert ist, auch Parotis genannt. Dann gibt es die Glandula submandibularis und die Glandula sublingualis. Das sind Speicheldrüsen, deren Ausführungsgänge dort, wo eben dann der
produzierte Speichelsekret aus den Speicheldrüsen in die Mundhöhlen und die Mundhöhle gelangt. Das sind also alles speichelproduzierende Organe, wenn man so möchte. Und in diesem Speichel sind von Natur aus schon bereits Mineralien vorhanden, die dem Zahn eben dann auch helfen, dem Zahn wieder immer wieder die Mineralien wieder zuzuführen. Da sollte man immer betrachten und wahrnehmen, dass man eben auch zu Hause, auch im Alltag diesen Speichel immer wieder anregt. Man merkt das auch, wenn man eben Hunger hat und man riecht etwas ganz Leckeres, dann fängt nämlich der Speichel an, gut, ja, im Mund sich darzustellen, weil die Speicheldrüsen ganz schön gut an Sekret dann produzieren. Und diesen Speichel kann man, wie gesagt, auch anregen selbst, aktiv. Man sollte dabei bestimmte Kaugummis zu sich nehmen und dabei beachten, dass man das Ganze ein wenig nicht, sondern ganz komplett zuckerfrei hält, diese Kaugummis. Man kann natürlich diesen Zustand in der häuslichen Mundpflege am einfachsten dadurch erhalten, dass man eben seine Zähne regelmäßig putzt. Die Zahnputztechnik ist hierbei auch zu beachten. Da sollte man die sogenannte KI-Technik zu Hilfe nehmen. Und dabei handelt es sich um die Kaufläche, also K, und dann das A, das ist dann die Außenfläche des Zahnes, und das I ist für die Innenfläche des Zahnes. Man geht also mit der Zahnbürste auf die Kaufläche, dann geht man nach außen hin zur Kaufläche und nimmt dann die Zahnbürste nach innen zur inneren Kaufläche hin. Das Ganze macht man natürlich an jedem Zahn und einmal ringsherum. Man sollte dabei auch eine elektrische Zahnbürste verwenden. Auch da will ich jetzt keine Werbung machen, sondern es ist tatsächlich so, dass auch ein Zahnarzt selbst nicht so gut mit einer Handzahnbürste putzen kann, nicht so effektiv, wie es mit der elektrischen Zahnbürste nun mal möglich ist. Man kann natürlich, wenn man sich dann auch so viel Zeit nimmt, dann auch mit der Handzahnbürste das Ganze manövrieren. Aber es ist einfach im Alltag einfacher, stressfreier mit der elektrischen Zahnbürste. Es ist also empfehlenswert. Hier sollte man dann noch weiter sich überlegen, dass man den gesunden Zahn mit der Nahrung nicht so stark tangiert. Man sollte hier nicht so sehr säurehaltige Speisen zu sich nehmen oder auch zuckerhaltige Speisen, die niedermolekulare Kohlenhydrate enthalten, welche von den entsprechenden Keimen, Bakterien im Mund verstoffwechselt werden. Und diese niedermolekularen Bestandteile der Nahrung, auch Saccharide genannt, können von den Keimen dann umgewandelt werden in Säure, die den Zahn oder die Zahnsubstanz angreifen können. Und natürlich kann man in der häuslichen Mundpflege auch eine Mundspüllösung anwenden. Hier sollte man das Ganze nicht so exzessiv betreiben, denn auch das Gegenteil kann dann nämlich stattfinden, dass nämlich zu sehr Zahnstein sich entwickelt. Das ist tatsächlich so, dass Mundspüllösungen dem Ganzen auch dahingehend zusteuern können, dass der Zahnstein dann doch zu stark gebildet wird. Die Zunge kann sich verfärben, wenn man eine Mundspüllösung zu exzessiv benutzt. Es geht ja hier eigentlich darum, das Ganze nicht so stark zu benutzen, sondern darum, den Zahn mit diesen Maßnahmen in der häuslichen Mundpflege glatt zu halten. An einer glatten Oberfläche haben es nämlich die Keime im Mund nämlich sehr schwer, sich anzuheften,
und dort dann anzusiedeln, abzuwarten, bis dann irgendwelche niedermolekularen Kohlenhydrate kommen und diese dann verstoffwechseln können. Diesem ganzen Geschehen kann man eben mit einer glatten Sahnoberfläche ja, entgegenwirken. Und man sollte hierbei betrachten, dass die Nahrungszunahme ja ein ganz wichtiger Faktor ist. Wenn man nämlich hier das Ganze dahingehend steuert, dass die Keime gar kein Substrat bekommen, so hat man eigentlich schon gewonnen. Und da können die Keime trotzdem im Mund verbleiben. Es bildet sich aber dennoch kein, ja, Zahnhartsubstanzdefekt. Gut, man soll also in der häuslichen Mundpflege seine Zahnputztechnik beachten, dass man regelmäßig die Zähne putzt natürlich, dass man den Speichel anregt durch bestimmte zuckerfreie Bestandteile der Nahrung, also auch Kaugummis. Und Mundspüllösung benutzt eine Zahnzwischenraumbürste. Interdentalbürste ist hier auch sehr lohnenswert, um die Zahnzwischenräume eben auch effektiv reinigen zu können. Und wenn man das Ganze beherzigt und auch regelmäßig beim Zahnarzt sich vorstellt und dort auch ja, gewisse Bestandteile, die von Natur aus am Zahn sich bilden, nämlich Zahnstein. Manchmal hat man auch Zahnstein, was man visuell nicht wahrnimmt, was sich eben unterhalb des Zahnfleisches befindet. Auch das sollte man immer erwähnen und betrachten, wenn man denkt, ich habe ja eigentlich gar keinen Zahnstein. Auch das gibt es. Und da sollte man sich das Ganze einfach in einer Zahnarztpraxis ja, beseitigen lassen. Ich hoffe, dass ich dann an dieser Stelle auch dieses Video ein wenig ein Bewusstsein dafür schafft, den gesunden Zustand des Zahnes auch gesund zu erhalten. Würde mich freuen, wenn ich einen Daumen hoch bekomme, wenn das Ganze auch einen Benefit gebracht hat. Und natürlich kann man diesen Kanal auch abonnieren, um die folgenden Videos dann auch zu bekommen und zu verfolgen. Es geht nämlich in diesen Videos letztendlich um Mundgesundheit, um bestimmte Tipps für zu Hause auch und einfach ein wenig mehr Wissen, Input für die Menschen, die dann eben dann auch ein wenig oder viel ja, Wert auf Mundpflege legen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen, ja, zu dieser Uhrzeit einen schönen Abend von meiner Seite aus und bis zum nächsten Video.